Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, ich sitze hier auf dem Boden, denn heute geht's ran an den Speck. Ich packe meine Kliniktasche. Also der Koffer sieht echt groß aus, aber das ist nur so ein Handgepäckskoffer. Ich packe auf jeden Fall jetzt schon mal meine Kliniktasche, denn man weiß ja nie, wann es losgeht. Und ich bin lieber ein bisschen früher gewappnet als zu spät. Denn ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass der Kleine früher kommen wird. Und wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, dann sollte man darauf hören und sagen, gut, dann pack halt mal die Kliniktasche, Vanessa. Deswegen nehme ich euch jetzt mit. Ich habe eben schon alles zusammengesucht, was ich so brauche. Und dann machen wir den jetzt mal auf und werden alles reinsortieren. Sodle. Wir fangen auf jeden Fall mal an mit meinen Sachen. Ich nehme ein kleines Handtuch mit. Also vorab muss ich sagen, ich habe vor, ambulant zu entbinden, wenn alles gut ist. Natürlich packe ich trotzdem ein, zwei Sachen mehr ein, falls ja, wir doch da bleiben müssen. Aber trotzdem stelle ich mich einfach mal auf eine ambulante Geburt ein und versuche nicht so viele Sachen mitzunehmen. Zur Not kann ich einfach jemanden zu mir nach Hause schicken und sagen, hol mir mal noch das und das, ich brauche noch was. Aber ja, ich nehme auf jeden Fall ein kleines Handtuch mit. Weil wenn ich entbunden habe, würde ich gerne duschen gehen und die Handtücher dort sind ja immer so hart und deswegen nehme ich mein eigenes mit und da fühlt man sich auch meist immer wohler. Dann nehme ich einen Still-BH mit. Kann man ja dann auf jeden Fall gebrauchen. Eine Jogginghose. Schön bequem muss man es haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie dann zur Geburt anziehe oder auch nicht, aber oder dann danach, aber auf jeden Fall was Bequemes. Ich habe hier einen Stilltop, das nehme ich auch mit. Genau, dann habe ich nämlich jetzt mal zwei Paar Socken mit. Dann habe ich hier einmal ein langes, schönes Wabbelshirt mit Minimäusen drauf, sei es zum Schlafen oder einfach nur dann in der Klinik da zum Rumgammeln. Da muss man ja nicht schön sein. Besuch kriegt man sowieso nicht durch Corona. Deswegen kann ich mich bequem anziehen. Und ich stelle mich auch, also ich hoffe natürlich, dass ich ganz normal entbinden kann, so wie bei Maida. Aber ich packe trotzdem so ein bisschen ein, dass wenn es doch ein Kaiserschnitt ist, dass ich nichts anhabe, was auf meine Narbe drücken sollte. Was ich natürlich nicht hoffe. Toi, toi, toi. Genau, dann habe ich hier einmal eine Leggings. In der Größe 38, also die passt mir quasi jetzt. Also ist sie dann nach der Geburt ein bisschen lockerer. Und eine Leggings in der Größe 36, weil ich weiß, bei der Maida habe ich nach der Geburt sofort meine 10 Kilo verloren. Und dann war mir alles zu groß, deswegen nehme ich nochmal eine kleinere Leggings mit. Dann auf jeden Fall vielleicht für den Nachhauseweg. Dann nehme ich einmal ein T-Shirt mit. Auch nochmal ein breites mit Mama Bär. Passt ja dann ganz gut. Und ein Pulli. Einfach so ein schlichter, grauer, langer Wabbelpulli. Falls es dann doch ein bisschen frischer ist. Genau. Dann habe ich hier nochmal ein Top. Ein ganz normales. Ich habe immer Hitzewarnungen und vielleicht habe ich dann auch nur ein Top an, wer weiß. Auf jeden Fall nehme ich dann noch solche Schlipper mit, die habe ich beim Kick bestellt und die haben halt keinen Bund richtig und das fand ich dann halt ganz gut, selbst wenn man jetzt keinen Kaiserschnitt hat, dann drückt das nicht so auf den Bauch und dann nehme ich jetzt mal drei Stück mit. Ich finde ja diese Netzschlüpfer auch ganz klasse. Werde ich dann wahrscheinlich eh hauptsächlich tragen, aber ich nehme sie trotzdem sicherheitshalber mal mit. Schaden kann es nicht, ne? Genau, die packe ich auch ein. So, dann war es das eigentlich auch schon mit meinen Klamotten. Dann kommen wir mal zu meiner Beauty-Tasche. Und zwar, ich versuche das jetzt hier gerade mal... Ich mache das hier gerade mal zu. So. Upsala. Ich nehme auf jeden Fall Stilleinlagen mit. Klar, die in der Klinik haben wahrscheinlich auch welche, aber ich mag die von Lanzino so gerne. Und was war denn das?
Ah, mein Nachbar ist. Und deswegen nehme ich meine eigenen mit, beziehungsweise dann auch vielleicht für den Nachhauseweg oder so. Nehme ich auf jeden Fall lieber einmal mit. Dann habe ich eine Zahnbürste, die nehme ich auch mit. Ist ja selbstverständlich, falls ich über Nacht bleibe oder auch generell man sich dann mal die Zähne putzen will nach dem Duschen, wenn man dann nach Hause geht, um sich frischer zu fühlen. Zahnpasta muss ich noch kaufen oder ich nehme dann einfach meine mit. Ich habe jetzt hier gerade keine zweite Tube da, aber das nächste Mal, wenn ich zum DM gehe, dann hole ich da einfach noch eine. Dann nehme ich eine Packung kleine Feuchttücher mit, sei es dann für den Kleinen, dass er sich unterwegs einkackt oder auf voll spuckt oder sonst was. Oder auch für mich nach der Geburt, weil ich es dann lieber habe, mich mit Feuchttüchern abzuwischen. Das ist einfach angenehmer als dieses raue Toilettenpapier im Krankenhaus. Das kennt ihr ja bestimmt alle. Deswegen nehme ich gerne meine eigenen Feuchttücher mit. Dann ein bisschen Beauty. Einmal eine Tagescreme mit Tönung und eine Wimperntusche. Mehr brauche ich nicht. Aber man will sich ja trotzdem dann auch ein bisschen fresh fühlen. Deswegen auf jeden Fall das. Dann nehme ich Haargummis mit, ganz klar. Braucht man auf alle Fälle unter der Geburt, wenn man keinen Zopf hat, dann macht man sich ein. Und dann habe ich noch zum Duschen einmal ein Sensitiv Kopf bis Fuß Waschgel, um mich dann abzuduschen, und einmal ein Shampoo für meine Haare in so ein Mini-Pack-Größen, Reisegrößen, damit es perfekt in meine Kliniktasche passt. Und natürlich eine Bürste, die dürfen wir auch nicht vergessen. Genau, das war es dann eigentlich mit Beauty. Dann ein Ladekabel. Ich nehme jetzt einfach ein neues mit. Da muss ich ja nur noch meinen Adapter schnell einpacken, wenn es soweit ist. Oder ich gucke dann die Tage hier, dass ich hier noch einen finde. Dass ich auf jeden Fall mein Handy dann auch dort laden kann. Aber ich kenne mich, ich würde bestimmt mein Ladekabel so vergessen, und einen Adapter sich irgendwo auszuleihen ist immer noch mal einfacher. Genau, dann fangen wir mal an mit den Babysachen. Auch erstmal zu den Hygienesachen. Ich nehme zwei Windeln mit. Die haben dort Windeln, ich weiß, aber auf dem Heimweg, falls irgendwas ist oder keine Ahnung, einfach sicherheitshalber mal zwei Windeln mitnehmen. Schadet nicht. Genau, so, dann fangen wir mal an. Also, er kommt ja Ende April, Anfang Mai. Ich weiß nicht, was für ein Wetter es ist. Auf jeden Fall nehme ich jetzt einfach auch mal diesen dicken Winter-Overall mit. Für den Nachhauseweg, falls es doch kalt sein sollte. Er hat auf jeden Fall in seinem Maxi-Cosi noch eine Einschlagdecke. Aber wenn es doch frischer sein sollte, dass er auf jeden Fall dick eingepackt ist. Falls wir über Nacht bleiben sollten, habe ich einen Pucksack dabei. Der kennt ihr bestimmt. Genau, den nehme ich auf jeden Fall mit, weil bei der Meile habe ich damals dann auch angefangen zu pucken, und da hat sie einfach viel besser geschlafen, und gerade wenn das kleine Würmchen da frisch aus mir rausschlüpft, dann vermisst es ja dennoch diese Nähe und diese Enge, und deswegen nehme ich auf jeden Fall mal einen Pucksack mit. Dann nehme ich zwei Spucktücher mit, einmal ein kleines mit Dinos. Und ein großes mit so schwarz-weißen Punkten. Wenn er nämlich nach meiner Erstgeborenen kommt, wird es nämlich auch ein Spuckkind. Und davon kann man nie genug haben. genau, dann einmal eine Packung Schnuller. Die mache ich auch hier rein. So, dann kommen wir auch schon zu Ich gehe nach Hause Outfit. Also ich habe jetzt einmal noch mal einen Schlafanzug mitgenommen, einfach einen Strampler, schön bequem. Da kann man die Händchen hier auch noch so reinmachen, falls wir dort schlafen. Also beziehungsweise er hat ja seine Klamotten, er hat Klamotten ja von der Klinik bekommt er gestellt. Solange er da ist, die kriegt er dort auch an, weil ich habe einfach viel zu viel Angst, dass meine Sachen dann einfach weg sind, wenn er zu irgendeiner Untersuchung muss. Aber ich nehme trotzdem mal einen Strampler mit. Genau, dann haben wir einmal einen Body, kriegt er an, Born 2021. Passt ja ganz gut. Den nehmen wir mit. Dann gibt es einmal, habe ich einmal eine normale Hose, so eine Jogginghose, so eine dünne dabei.
Habe aber auch noch mal so eine Hose dabei mit Selberfüßchen. Je nachdem, welche ihm besser passen wird. Socken, dicke Socken. Falls es dann doch kälter ist, auch noch mal einen dicken grauen Pullover. Und ein Mützchen darf natürlich nicht fehlen, damit die nicht auskühlen. Und ein Lätzchen, falls er ein Spukkind sein sollte. Und ich zeige euch jetzt nur die Rückseite. Ich habe ein Schnuffeltuch genäht für den Kleinen. Das bekommt er auch direkt dann ins Bettchen gelegt. Auf der anderen Seite kann ich euch das nicht jetzt zeigen, weil da steht sein Name drauf. Und ihr wisst ja seinen Namen noch nicht. Deswegen bleibt das erstmal geheim. Genau. Und das war's eigentlich auch schon. Jetzt ist meine Kliniktasche gepackt. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Also die Seite ist für Babyboy. Hier habe ich die ganzen Kosmetiksachen. Und hier unten drunter sind meine ganzen Sachen. Und dann kommt nur noch meine Handtasche mit den Sachen, die ich dann noch schnell einpacke, wie die Mutterpass und die ganzen Unterlagen, die wir brauchen. Und die Geburtsanmeldungsdokumente, die muss ich nämlich auch so mitnehmen, weil man meldet sich jetzt durch Corona bei uns in der Klinik per Das kann ich euch gerade mal so erzählen. Per Telefon an. Da habe ich am 7.4. meinen Termin. Und da muss ich die ganzen Unterlagen, die man normalerweise, wenn man sich bei der Geburt anmeldet, im Krankenhaus ausfüllt, die nehme ich dann halt quasi einfach mit. Und dann kommen dann halt noch, keine Ahnung, mein Handy rein und was ich halt noch so alles brauche, was zu trinken oder so, was ich noch mitnehmen will oder was, ein Süßkram, was ich in meiner Handtasche haben möchte, was ich dann quasi während der Geburt auf alle Fälle da habe und nicht auf irgendeinem Zimmer steht. Weil die Sachen hier, die können ja auch auf dem Zimmer stehen, außer mein Ladekabel. Aber das kann ich ja dann vorher noch rausholen. Maxi Cosi ist auch schon bereit. Da ist auch schon die Einschlagdecke drin. Ja, und das war's eigentlich. Ja, jetzt ist zumindest schon mal die Kliniktasche gepackt. Da ist dann auch für mich so ein Stein vom Herzen okay. Falls es losgehen sollte, dann ist zumindest alles schon mal gepackt. Und ja, genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und euch hat das Video gefallen. Könnt mir gerne ein Feedback da lassen. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, meine Lieben.